Sophia, 7,29 WM-Norm erfüllt. Hast du damit gerechnet, dass das heute klappen kann? Ja, nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Also ich hatte ja jetzt schon zwei Rennen in dieser Saison, die wirklich auch echt gut liefen. Ich bin gut eingestiegen. Zweiter Wettkampf, dann zweimal PB gerannt. Da war ich schon sehr zufrieden. Und heute war eigentlich das Ziel, die Atmosphäre zu genießen, auch endlich wieder mit Zuschauern. Ich hatte meine Premiere hier in Berlin. Ich bin letztes Jahr in Düsseldorf gelaufen, deswegen war es ein bisschen Neuland für mich. Und ich glaube, ich habe die Chance echt gut genutzt. Der Vorlauf war zum Warmwerden. Da habe ich einige technische Fehler gemacht. Die habe ich versucht, im Finale umzusetzen. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Und das ist jetzt natürlich noch persönliche Bestzeit mit Hallen-WM-Norm geworden ist, ist natürlich sensationell. Du hast die Atmosphäre angesprochen. Wie war es mit 1500 Zuschauern heute hier? Sehr schön. Also Corona hat uns doch auch, was Sachen Zuschauer angeht, sehr stark gebremst. Heute war das noch mal eine kleine Belohnung und ich hoffe, dass das in Richtung Sommer dann auch noch mehr Zuschauer werden, weil vor Zuschauern macht es einfach doppelt so viel Spaß. Die nächsten Rennen finden dann in deiner Heimat statt, oder? Dortmund, Düsseldorf, was hast du auf dem Plan? Genau, also der Wettkampfplan für die kommenden Wochen sieht so aus, dass ich nächste Woche Samstag in Dortmund bei dem Meeting laufe. Und dann stehen für mich auch schon die deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig an. Da werde ich natürlich versuchen, jetzt nochmal meine Form zu bestätigen. Und vielleicht, wer weiß, geht es nochmal ein bisschen schneller über die 60. Wir werden es sehen, aber ich denke, ich habe jetzt schon mal gezeigt, dass ich gut drauf bin und hoffe, dass das die nächsten Rennen auch nochmal bestätigt werden kann. Mhm. Kannst du schon sagen, wie sich vielleicht dein Trainingsplan jetzt ändert, dadurch, dass du für die Hallen-WM qualifiziert bist, weil die sind ja relativ spät, die Weltmeisterschaft? Ja, genau. Also da habe ich tatsächlich mit meinem Trainerteam noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir ehrlich gesagt auch gar keine Ziele, was jetzt Hallen-WM anging, hatten. Wir wollten eigentlich nur Bestzeit laufen und gucken, in welche Richtung es geht. Ich denke, die nächsten Tage stehen dahingehend noch ein paar Gespräche an und dann werden wir schauen, wie wir das Training umgestalten. Und ja, das müssen wir natürlich in die Planung mit einbeziehen.